So freut er sich gerade. Und das, obwohl es regnet. Nein, und das, weil es regnet. Huch. Nanü? Was passiert denn da? Ein Dachs. Ein Dachs jagt einen Vogel. Böser Dachs. Weg mit dir. Schuh, 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 schuh. Ein Vögelchen. Ich mag Vögelchen. Oh, und ich glaube, es ist verletzt. Es kann gar nicht fliegen. Komm, kleiner Vogel. Ich tu dir nichts. Du musst keine Angst haben. Natürlich hat er Angst, weil wir viel größer sind als er. Wir können doch jetzt nicht einfach dahin gehen. Der hat doch Angst. Können wir hier irgendwas tun? Wir können hier nirgendwo hin. Wir bräuchten... Ja, die Decke geht ja nicht. Wir können ja nicht einfach eine Decke auf den Vogel werfen. Das geht natürlich nicht. Man hört ja, wie ich auf die Leertaste drücke. Aber es bringt nichts. Und einfach weggehen können wir ja auch nicht, oder? Ach nö. Das Vögelchen. Nun können wir es aber bestimmt sicher in Sicherheit bringen. Tja, der Vogel ist weg, kleiner Junge. Wenn du mal wüsstest, wo er ist. Unser bester Freund. Also, das ist ja... Was macht denn der Baum? Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich kann auch gar nicht antäuschen. Huch! Das ist voll der Gruselwald. Aber wir müssen doch noch in der Vorstellung... Ich weiß nicht, ob wir in Erinnerung sind, des kleinen Jungen, oder ob wir in... In einem Traum vielleicht? Aber vielleicht schläft der kleine Junge gar nicht. Ich glaube nicht, dass es schon wieder das Sterbebett ist. So, vielen Dank fürs Durchlassen, die Herren Bäume. Die Damen natürlich auch. Oh, und wir gehen sofort zum Tierarzt. Ach, das finde ich schön. Ich hoffe, er ist daheim. Ein zaghaftes Klopfen. Doch niemand öffnet. Ich würde es gerne mal probieren, aber es geht nicht. Die Straße da unten ist mir zu unsicher. Ich bleibe mal auf dieser Seite. Und da kommen wir so oder so wieder nach Hause. Weil wir in diesem, ich sage mal, in diesem Traum, ich glaube, wir sind in einem Traum, ich bin mir aber nicht sicher, in was für einem Traum. Und schon wieder sehen wir nur Schatten und Haustiere sind verboten. Oh. Sch, rein da. Ein Mann mit Röntgenblick an der Rezeption. So, schnell.
rufen den Fahrstuhl, schleichen uns rein und schon wieder diese Person mit uns im Fahrstuhl. Die gleiche Person wie gestern. Shh, das war mein Bauch. Das ist mein Bauch. Hehehehe. Ist ja gut, wir sind gleich zu Hause. Dann gucken wir mal, ob wir was zu essen für dich haben und ob wir vielleicht irgendwas für dich herrichten können. Puh, das war knapp. So, jetzt aber. Nichts wie nach Hause. Und die Eltern dürfen natürlich nichts merken. Sehr gut, die Luft ist rein. Und wir sind wieder daheim. Ach, Gott sei Dank. So. Nanü? Was blinkt denn da? Was ist das? Das Licht. Ah, so, wir haben einen kleinen Freund hinten im Rucksack lugen. Die Eltern natürlich wieder nicht da. Müssen natürlich immer arbeiten. Um die Miete hier zu bezahlen, müssen beide Eltern natürlich zwei Jobs annehmen. So, was machen wir denn mit unserem kleinen Freund? Den Zettel tun wir wieder dahin. Und ich bin versucht, tatsächlich, da ist auch ein Pfeil, ich bin versucht, den kleinen Freund nach draußen zu bringen. Komm raus. Hier tut ja keiner mehr was. Guck, die Tür ist offen und da vorne geht's raus. Du kannst ganz... einfach. Genau. So, ich schau mal ganz kurz. Also ich hoffe, es geht ihm gut da draußen. Bevor wir jetzt aber hinterher stürzen, ich wollte mal gucken, ob wir dem was zu essen kredenzen können. Es geht noch nicht. Wir müssen ihm noch was zu essen geben. Der muss doch zu Kräften kommen, der arme Kleine. Der hat doch viel durchlebt. Ja. Aber noch nicht runterspringen. Was zu trinken, natürlich. Was zu trinken kriegen wir sofort hin. Dazu gehen wir mal kurz in die Küche und holen ihm einen Schluck Wasser. Vögel trinken selten Cola oder Fanta, da reicht Wasser. Sollte man sich ein Beispiel dran nehmen, macht man ja eh nicht. So. Natürlich, das bringen wir jetzt dem Vögelchen. Das Spiel verrät mir ja alles. So. Kleiner Vogel, trink von meinem Wasser. So, ich stell's mal da hin. Und dann stelle ich mich beiseite. Oder ich hol dem Vogel vielleicht auch einen Muffin. Der wird jetzt bestimmt dahin fliegen, was trinken. Braves Vögelchen. Wie nennen wir ihn denn? Also ich finde Pieps eigentlich einen schönen Namen. Ich würde ihn Pieps nennen. Wie würdest du ihn denn nennen? Nur mal so gefragt. So, ein bisschen Brot. Da freut sich der Vogel und der Junge freut sich auch, dass der Vogel sich freut. Ich freue mich jetzt über Dreiecken quasi. Ich finde das gerade echt schön. Im Busch. Oh, puh. Alter, mach sowas nicht, Vogel. Ach, schon süß gemacht. Ach ja, okay, pass auf, wir nehmen das Brot und teilen es in zwei Hälften. So. Machen noch kleine Krümelchen draus, dann hat das einfacher und ich würde sagen, wir schauen von der Brüstung, wir schauen nicht hin. Oder wir verstecken uns, das geht natürlich auch.
Oh. Das fand ich gerade schön. Morgens. Nanü? Der Vogel will natürlich fliegen. Probier's nicht. Noch nicht. Boah, das macht mir ein bisschen Angst, das zu sehen. Nächster Tag. So, wie geht's dem Patienten denn? Nanü? Nimmt den Vogel doch nicht mit im Rucksack. Bitte was? Ach, so ist das also. Natürlich. Warum auch nicht? Warum nicht einfach mal fliegen können? Der kleine Verrückte. Na, Hauptsache der Vogel freut sich. So, und wie jeden Morgen müssen wir natürlich erstmal in die Schule. Wobei die Schule eigentlich links liegen müsste, aber ich... Ah, zum Tierarzt. Natürlich, eine gute Idee. Und da steht sogar ein Auto vor der Tür. Sind wir extra früher aufgestanden. Finde ich gut. Wir dürfen sogar mithelfen. Ich hoffe nur, es handelt sich um einen Kleintierarzt, der sich mit Vögeln gut auskennt. So. Denn eigentlich dunkelt man den Raum ab, damit die weniger Angst haben. So, eine Schüssel sollen wir jetzt suchen. Ich wüsste, also da würde jetzt eine stehen. Ich komme da aber nicht ran, es sei denn, ich gehe hier jetzt mal rum. So, bitteschön. So. Und Verbandszeug, das ich hier gerade so auf Anhieb nicht sehe. Ist das vielleicht da? Ah, da ist es schon. So, dann geben wir mal das Verbandszeug. Und bald schon ist unser kleiner Freund verbunden. Noch nicht genesen, aber auf dem Weg dorthin. Und wie tapfer er ist, hat sich gar nicht beschwert, ist gar nicht rumgeflattert, hat keine Angst. Nanü? Und den Vogel dürfen wir nicht mitnehmen.
nicht schnell. Ich hoffe, der Vogel ist weg, bevor der Käfig kommt. Jawohl. Es geht um Freiheit. Es geht darum, nicht eingesperrt zu sein. Und der Vogel weiß, dass wir ihm nichts Böses wollen. Ja, und der nächste Tag, der Wecker klingelt, die Zähne werden geputzt, wir schauen nach draußen, schmeißen ein bisschen Brot auf den Busch und gehen zur Schule, wo wir jeden Tag was Neues über Katzen lernen. Und wo wir uns jeden Tag nach draußen träumen. Und den Nachmittag mit unserem neuen Freund verbringen. Hier, schau mal. Ein Papierflieger, der kann fliegen wie du. So, pass auf. Ich werf den. Und du wirfst ihn zurück. Ja, das klappt ja nicht so gut. Okay, ich lauf dir hinterher. Ach, süß. Oh, ist das süß. Wieder rumplanschen. Ja. Wir machen doch jetzt keinen Wettbewerb hier draus. Boah, der ist als erster fertig. Oh, Erkältung eingefangen. Okay, pass auf, Kleiner. Wir probieren es nochmal. Ich werfe jetzt den Flieger. Ich gehe mal hier hin. Na, vielleicht hier hin. So, hier hin. Nee, da ist der Baum im Weg. Ich gehe mal hier hin. So, und jetzt schau mal. Und natürlich klaut er ihn. Na, er klaut ihn wieder. Natürlich klaut er ihn wieder. Nein! Was? Wo ist er hin? Wer lässt denn die Tür offen? Ach, Gott sei Dank. Ein Eis für mich und meinen Freund, bitte. So. Hey, Kleiner, willst du auch? Probier mal. Boah, du Gierschlund. Oh, ist das süß. Ja, wir müssen ja gerade dringend mal marschieren.